Es ist ein Ritual, man kann Rituale immer gut finden oder nicht gut finden. Ich rede heute mit dem Jonas Bürgin, Dirigent von der Jungen Zürcher Harmoniker. Wir stellen ihm ein paar Fragen, die man, glaube ich, üblich sonst nicht stellen darf. Jonas, warum kommt der Dirigent immer nach dem Orchester auf die Bühne und verbeugt sich sogar noch extra vor dem Publikum? Ist das nicht ein bisschen einbildend? Das ist, wie wir kein Instrument haben, wo man stimmen muss. Nein, also ich glaube, es ist ein Ritual. Man kann Rituale immer gut finden oder nicht gut finden. Ich glaube, es hat schon einen Grund. Gerade bei grossen Orchestern, grossen Konzerten, wenn das Orchester reinkommt, dann wird gestummt, die Leute schwätzen nach, das Publikum schwätzt meistens nach, es werden noch Stühle gerückt und noch die letzten Abmachungen gemacht. Also es ist noch keine Konzentration da. Und eigentlich mit dem Eintreten vom Dirigent fängt das Konzert wirklich an. Man schaltet alles andere ab und man konzentriert sich auf die Musik. Ich glaube, das ist der Grund, warum das so gemacht wird. Dass sich der Dirigent nur allein verbeugt, hat aber rein den Grund, dass wenn es auf der Bühne eng ist und sich alle verbeugen, dass das nicht immer gut gekommen ist oder vielleicht nicht gut ausgesehen hat. Aber ich finde, das ist etwas, was man gerade bei so einem kleinen Orchester wie wir sind, auch ändern kann, dass sich alle verbeugen.